Was ist dein Lieblings-Hashtag? Hashtag woke up like this. Wenn du nur noch einen Designer für den Rest deines Lebens tragen kannst, welcher wäre das? Fausto Polisi. Zu welchem Termin kommst du immer zu spät? Zu allen. Ein Song, der dich immer zum Tanzen bringt? Bohemian Rhapsody. Dein größtes Fashion-Mistake? Buffalos in den 90ern. Wofür würdest du dich entscheiden? Auf einer Fashion-Show Naomi Campbell anrempeln und vom Catwalk stoßen oder Anna Wintour auf dem Red Carpet aufs Kleid treten, sodass sie stürzt? Naomi Campbell vom Laufsteg schützen. Was ist dein Lieblingspizzabelag? Mein Lieblingspizzabelag ist Pizza Bianca, einfach nur ganz viel Käse und weißer Trüffel. Bist du eher Ben & Jerry's oder Häagen-Dazs? Häagen-Dazs. Wenn dein Leben verfilmt wird, wer spielt die Hauptrolle? Wer spielt die Hauptrolle? Alle sagen immer, ich sehe Natalie Portman ähnlich, finde ich aber gar nicht, aber wahrscheinlich würde ich dann sie nehmen. Dein Spitzname? Pizzi. Warum Pizzi? Pizzi, weil meine Eltern, bevor ich geboren wurde, sich auch so genannt haben aus irgendeinem Kinofilm und haben sich dann Pizzi und Putzi genannt. Zum Glück war ich Pizzi und nicht Putzi. Deine liebste Kindheitserinnerung? Meine Lieblingskindheitserinnerung, einfach Reisen mit meiner Familie, meiner Schwester. Wir sind durch die ganze Welt gereist. Das? Dein aktuelles Lieblingskleidungsstück? Mein aktuelles Lieblingskleidungsstück ist ein Spitzenkleid von AJE. Ein Must-Do auf deiner eigenen Bucketlist, das noch nicht erfüllt ist? Auf jeden Fall Sakura Season in Tokio. Etwas, ohne das du nicht leben kannst? Make-up, Schmuck und guten Lifestyle. Etwas, das kaum jemand über dich weiß. Das kaum jemand über mich weiß, ist... Ich weiß, eigentlich gebe ich fast alles von mir preis. Keine Ahnung. Mir fällt nichts ein. Sorry. Dein Traumberuf als Kind? Mein Traumberuf als Kind war zuerst Ägyptologin und dann Schneiderin und dann Modedesignerin. Dein Lieblingsreiseziel, wo du schon immer mal hin wolltest? Japan und die Osterinseln. Was war die dümmste Frage, die dir jemals jemand gestellt hat in einem Interview? Wie alt bist du? I love these. Sind wir fertig? Okay, that's it. Würde auch dazu passen. Okay, let's go. Bye, Vlogging Tales!